Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dead by Daylight. Vielleicht können wir jetzt endlich mal wieder entkommen. Ich bin mittlerweile auch an der Uhrzeit angelangt, das ist jetzt 2 Uhr nachts. Da spielen wohl etwas erfahrenere und bessere Leute. Ist ja bei Multiplayer-Spielen meistens so, je später es wird, umso schwerer werden die Gegner und dementsprechend sind die letzten Mörder auch etwas besser drauf gewesen. Und haben uns dann auch mehr Probleme gemacht. Wir haben allerdings beim letzten Mal was gelernt, das möchte ich austesten, ob das geht. Das ist der Geist. Wie hat er es geschafft, diesen verkackten Haken zu manipulieren? Hat er dafür irgendeinen Dingens dabei gehabt? Irgendeinen Perk oder so? Weil ich sehe es halt gerade nicht. Was ich hätte anders machen können. Alter. Da war der Spacken schon hinter mir. Ich mag die Felder nicht. Weder als Mörder noch als Fliehender. Der scheint wirklich irgendeinen Perk oder so dabei gehabt zu haben. Mit dem du die Haken manipulieren kannst, weil wir können das definitiv nicht. Haben wir gerade probiert. Er hat auch keine irgendwie irgendwas Spezielles dabei. Er hatte die Karte in der Hand, aber da, mit einer Karte kann man ja so ein Ding eigentlich nicht beeinflussen, oder? Da vorne läuft er. Oder ist das ein Verbündeter? Ich möchte jetzt halt nicht wieder direkt als Erster weggekillt werden hier. Deshalb bin ich mal ein bisschen vorsichtiger. Und ich bin auch ein bisschen ruhiger, weil ich mal versuche, ob man den unsichtbar hören kann. Da rechts hat sich was bewegt. Das tut's immer noch. Das können irgendwelche Texturen sein. Was ist denn das für ein Schrei? Da ist so ein leiser Schrei die ganze Zeit zu hören. Der ist sonst nicht in der Geräuschkulisse. Wir sind auch aktuell noch sehr, sehr zurückhaltend. Wir haben noch keinen einzigen Generator. Aber wie gesagt, die Killer sind jetzt ja mittlerweile auch ein bisschen erfahrener. Das Lustige ist aber, dass wir bislang weder einen Generator haben, noch einer von uns verletzt wurde. Jetzt könnte er aber wen gesehen haben. Jetzt hat er wen. Das heißt aber auch, wenn er gerade wen verfolgt, dass wir mal anfangen können zu reparieren. Och nee, das war doch jetzt nicht nötig. Das war doch jetzt echt nicht nötig. Unser Kumpel ist wieder geheilt, aber dafür werden wir jetzt erwischt.
Wir sind ihm noch nicht entkommen, oder? What the fuck? Er ist unsichtbar geworden. Stand aber auch noch nichts von Escaped oder so. Kannst du mich heilen? Okay. Haben immerhin mal wen gesehen. Und wir haben den ersten Generator an. Ist der weit weg? Nein, der ist direkt nebenan. Das finde ich grundsätzlich nicht gut, dass der direkt nebenan ist. Ich gerade sagen könnte, dass schon wieder einer dran rumdoktort. An dem Haken. Ach nee, der hat das gemacht. Okay. Mittlerweile haben wir zwei Generatoren. Wir sind jetzt wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig hier. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber irgendwie konnte ich den Typen ja auch abhalten da. Ich weiß echt nicht, wie ich das gemacht habe, dass ich den abhängen konnte, weil eigentlich bin ich ziemlich offensichtlich gelaufen. Oh, da vorne ist was lang geluscht. Das wird er sein. Boah, ich hab echt Schiss vor diesem verkackten Geist, ne? Ich meine, mit dem habe selbst ich eine Viererrunde geholt. Selbst ich. Und ich bin richtig beschissen als Jäger, wie man in den anderen beiden Runden gesehen hat. Hat er einen? Sind wir echt vorsichtig, ey. Weil wir hier echt. Ich habe so einen Schiss vor den Geist, also so einen Respekt, sage ich mal. Dass ich mich halt echt nichts traue gerade. Und ich glaube, das komplette Team tut das. Wir gehen halt unfassbar vorsichtig vor. Was eigentlich ganz gut ist bei dem Spiel, muss man sagen. Okay, er verfolgt wen? In die andere Richtung. Das heißt, wir können reparieren. Sich wieder unsichtbar gemacht. Das heißt, er hatte seine Spur verloren. Da er von da hinten kommt und da ein Generator angegangen ist, wird er wahrscheinlich bei dem jetzt erstes abchecken. Aber ein bisschen was haben wir immerhin gemacht. Ich will halt echt nicht der Erste sein, der drauf geht.
Also Ruhe bewahren. Alter, dieses... Geschreie immer, ne? Okay. Er hat wieder wen. Leider. Und einer hinterm Haken. Verkack's bitte nicht. Ich dachte, ich hätte ihn da vorne kurz gesehen. Aber sie haben es geschafft, ihn vom Haken zu holen. Und hier ist sogar die Luke. Ist direkt am Ausgang. Super. Hilft da auch keinen mehr. Kommt her, Leute. Kommt her. Der Ausgang ist auf. Ihr müsst nur herkommen. Ihr müsst euch nicht heilen oder so. Ihr müsst einfach nur herkommen. Alter, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Alter! Ich hoffe, die gehen zum anderen Ausgang. Wie der halt echt überall hingeguckt hat, nur hier nicht, ne? Shit! Okay, ich bin weg. Naja. Wie ich da eine Dreiviertelstunde neben dem saß. Ich hätte ja nur da geblieben, um denen noch eventuell zu helfen, falls er einen von denen kriegt. Ich hoffe echt, dass die den anderen Ausgang aufgekriegt haben. Da ist ein zweiter. Ihr schafft das, Jungs. Ihr schafft das. Ich kann mir selbst zugucken. Okay. Die macht dasselbe wie ich, nur beim anderen Ausgang. Du schaffst das. Beide sind auf. Beide Ausgänge sind auf. Wir schaffen das zu viert raus, Leute. Oh, du gehst auf ihn zu. Du gehst zu dem Ausgang, wo er ist. Man hat ihn lauter gehört. Ich glaube, sie geht zu dem Ausgang, wo er ist. Ich weiß es nicht. Aber das haben wir echt gut gemacht. Muss ich uns selbst mal loben, auch wenn ich, glaube ich, wieder relativ wenig dazu beigetragen habe. Ich habe nämlich nicht so viel repariert. Aber wir sind sehr, sehr langsam und sehr, sehr vorsichtig vorgegangen. Okay, jetzt hat er die anderen auch erwischt. Das heißt, er ist jetzt zum anderen Ausgang gegangen. Im Grunde genommen muss ich nur Glück haben und den Ausgang erwischen, wo er nicht ist. Okay, sie hat die Karte. Das heißt, sie weiß, wo beide Ausgänge sind. Das
nicht den Ausgang sein, an dem er wartet. Aber ich glaube, das ist der. Ich glaube, das ist der, wo ich war. Frage ist, ist er jetzt mittlerweile zum anderen Ausgang gegangen oder nicht? Ja, er ist hier. Das ist der Ausgang, wo er ist. Und jetzt lauf. Jetzt lauf. Lauf doch! Der Ausgang ist neben dir. Ach, jetzt steht er da wieder, Schmiere. Das wäre deine Chance gewesen, in dem Moment, in dem er rausgerannt ist. Er steht da drin. Da kannst du dich rein. Obwohl, er ist unsichtbar. Er ist ja unsichtbar. Hahaha! Wir haben es alle vier geschafft. Jawohl. Okay, sehr gute Animation. Die war eben schon buggy. Aber ist vollkommen egal. Wir haben es zu viert rausgeschafft. Und ja, ich war der Schlechteste, das glaube ich auch verdient. Aber der Killer... Oh Gott, wir sind auf... Wir haben Rang abgekriegt. Wir sind einen Rang hochgekommen. Wir sind jetzt Rang 19, zumindest laut der Anzeige da links oben. Rechts sind wir doch 20. Gefällt mir. Also sind das wirklich sehr vorsichtig und sehr bedacht angegangen. Okay, da oben sind wir noch Rang 20. Ich glaube, man muss dreimal entkommen, wenn ich das da drunter sehe. Wir haben da jetzt zwei Dingens. Wenn wir jetzt einmal sterben, verlieren wir wieder einen. Wenn wir jetzt wieder einmal entkommen, kriegen wir wahrscheinlich wieder einen dazu. Und wenn man jetzt quasi so viermal in Folge entkommt, dann kommt man halt ein Level ab. Und wenn man halt einmal dann wieder nicht entkommt, dann kriegt man wieder einen Punkt abgezogen und so weiter und so fort. Ich glaube, ich verstehe das Level-Up-System. Aber dann ist es, finde ich, schwierig. Wie macht denn das der Killer? Wie kriegt denn der ein Level-Up? Weil der siegt ja theoretisch auch schon, wenn er zwei kriegt. Oder kriegt er quasi für jeden Kill, den er bekommt, einen Punkt und für jeden Nicht-Kill, den er bekommt, also für jeden Entkommenden, kriegt er wieder einen Minuspunkt oder so. Das kann man natürlich auch machen. Dann muss er aber ein paar mehr Punkte für ein Level-Up brauchen, weil er dann ja bis zu 4 Punkte pro Runde kriegen kann. Aber gut, er eben hat dann wahrscheinlich, wenn das so gelaufen sein sollte, minus 4 Punkte gekriegt. Freut mich auf jeden Fall. Okay, wir können jetzt auch, wenn der Part schon relativ lang ist, weil das der letzte Part ist, den ich heute aufnehme, gehen wir nochmal ins Blutnetz und schauen uns die Geheimkiste an. Was haben wir da? Ausgewaschenes Zeichen. Add-on. Zerfetztes Nummernschild, versiegelter Umschlag. 25% Bonusblutpunkte in allen Kategorien. Das ist ziemlich krass. Bei so einer Runde wie jetzt hätte das uns ordentlich was gebracht. Gummihandschuhe, medizinischer Einweghandschuh zur Vermeidung von Kreuzansteckung. Verringert leicht die Schwierigkeit der Skillchecks für Heilung. Okay, wahrscheinlich wird das Medipack. Zerfetztes Nummernschild bedeutet was? Erhöht leicht die Chance, zum Autohaven-Schrottplatz geschickt zu werden, wenn es verbrannt wird. Okay, damit können wir leichter zum Schrottplatz. Es gibt eine Werkzeugkiste. Okay, hier kriegen wir einen Erste-Hilfe-Kasten und wir bekommen, das geschieht nicht. Du arbeitest am besten, wenn du unter extremem Stress stehst. Die Erfolgschancen der Fähigkeitschecks für Reparaturen, Heilung und Sabotage sind um 10% erhöht, wenn du verletzt bist. Sabotage, es gibt Sabotage. Ich will das echt gern können. Level 5. Aber hier ist nichts Seltenes dabei. Schade. Was ist denn das? Fügt eine 5-Sekunden Aufladung zu einer beliebigen Karte hinzu. Ich werde 25 Bonuspunkte der 7. Selbstlosigkeit. Diese ganzen Bonuspunkte. Und dann haben wir unsere ganzen Punkte auch wieder ausgegeben. Ja, schauen wir mal kurz, können wir uns noch hier ausrüsten, weil wir haben jetzt eine ganze Menge Opferpunkte. Der Mondscheinteller, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Da kriegen wir eine Kiste mehr, das könnte sinnvoll sein. Das ist ziemlich sinnvoll. Okay, Perks, Hoffnung, die wachsende Chance auf eine Reduktion. Was haben wir aktuell? Aktuell haben wir das ausgewählt. 3% zusätzliche Geschwindigkeit für Reparaturen, Heilung, wenn wir verletzt sind. Das hier haben wir. Sobald die Ausgangstore geöffnet sind, haben wir eine erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit um 3%. Das finde ich sogar noch ein bisschen besser. Weil wenn man verletzt ist, ist es eh schwierig. Meistens sollte man eh versuchen, sich wieder zu heilen. Erfolgschancen, Fähigkeit, blablabla, sind erhöht, wenn du verletzt bist. Ich mag diese Verletzt-Sachen nicht so gern. Wie gesagt, wenn man verletzt ist, sollte man eh versuchen, sich so schnell wie möglich zu heilen. Das ist wohl auch Seltenheitsgrad 2, deswegen sind da, glaube ich, diese zwei Striche rechts. Ja, ansonsten haben wir das sogar schon doppelt mittlerweile. Karte.
Das müssen wir nochmal genau durchgucken. Beginnt mit 1 automatisch verfolgten Generator. Ach ne, beginnt mit einem automatisch verfolgten Generator, schaltet die Fähigkeit frei, Generatoren im Umkreis von 8 Metern aufzuspüren. Aber 8 Metern ist echt nicht viel. Ja. Auf jeden Fall können wir damit einen Generator verfolgen. Also, theoretisch kann man da nicht mehr in Generatoren vorbeilaufen und muss nicht mehr so lange suchen. Aber so mega sinnvoll ist es dann auch nicht. 16 Einheiten hat das Ding. Erhöht deutlich die Heilungsgeschwindigkeit, schaltet den Selbstheilungsprozess frei. Was das Ding bringt, habe ich bis noch keine Ahnung, weil kann genutzt werden, um den Weg in die Dunkelheit zu leuchten. Es ist nirgendwo so dunkel, dass man eine Taschenlampe braucht. Nirgendwo. Wozu braucht man die? Den Killer zu blenden geht auch nicht. Das habe ich schon einmal probiert. Das haben auch schon, als ich Killer war, jemand bei mir probiert. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Man kann damit keinen blenden. Also wozu ist die da? Weiß es nicht. Aber der Part ist auf jeden Fall mittlerweile lang genug. Deswegen, auch wenn ich weiterhin so einen Bock auf das Spiel habe, ich muss mich jetzt selber auf morgen vertrösten. Und ja, dann geht's weiter. Für mich mit der Aufnahme mit Dead by Daylight. Für euch natürlich auch. Deswegen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.